Ja, und herzlich willkommen zu Let's Play Omsi, der Omnibus Simulator 2. Heute fahren wir mit den C2, jawohl, durch Gladbeck. Und zwar fahren wir die Linie 380. So, jetzt müssen wir erstmal warten hier, bis der Bus ja fahraktiv ist. Oder wie man das auch immer nennen kann. Bis ich den Bus aufgerüstet habe, vielleicht auch, aber das, ja, ich weiß nicht. So. Gehen wir zu diesem Kassensystem hier. Das ist eigentlich ganz schön leicht zu bedienen. Und zwar gehen wir hier auf Dienst anmelden. Dann geben wir hier unsere Personalnummer ein. Das ist jetzt unsere Fahrernummer. Das ist die 54 341. Eingabe. Jetzt kommt die PIN. Jetzt bitte nicht hinschauen. Benutzerrechte werden geladen. Oh, ich habe Benutzerrechte. Ach, guck an. Halt. Nee, ich weiß nicht, ob hier jetzt zurückgeht. So, jetzt. Wenn man sich vertippt hat. Ach so, da gibt's. Wenn man sich vertippt hat, gibt es dieses C, ja. Ich stelle mich manchmal in meinem Let's Play so blöd an, obwohl ich es eigentlich weiß. So. Jawohl. Geben Sie die Umlaufnummer ein. Die haben wir gar nicht, deswegen gebe ich einfach mal 380 an. Richtig, Gelsenkirchen, Buer Rathaus. Richtung Gelsenkirchen. Hauptbahnhof. Richtig, wir fahren nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof, war ich noch nie. Also ich fahre diese. Ich fahre diese Route jetzt das erste Mal. Von Buer Rathaus nach Hauptbahnhof. Und ich weiß gar nicht. Schön. Das Piepen freut mich irgendwie überhaupt nicht. So. Alles einsteigen, meine Damen und Herren, alles einsteigen. Dann eben nicht. Ach nee, hier muss man. Das ist ganz blöd hier. Passt auf, wie man da zur Haltestelle fahren muss. Aber haargenau wollen die das. So, und erst jetzt steigen sie ein. Aber die. Ah, okay, oft steigen sie in der Mitte ein. Hier steigen sie jetzt auch mit vorne ein. Das ist schön. Dann kann ich mal sehen, wer so alles in meinem Bus steigt, wenn ich alles anschimpfen kann und so. Hallo. Tschüss. Ja. Ist das Standlicht? Ist das Abblendlicht? Oder wir lassen das Standlicht drin. Obwohl, wir können auch das ganze gesamte Licht ausmachen. Bringt uns ja gar nichts. Hier am helllichten Tag. Wir haben noch minus 30 und dann fahren wir ab. Ich fahre jetzt nicht die ganze Linie, sondern aufgrund meines Zeitmangels fahre ich jetzt halt nur 20 Minuten. Und ja. Dann gucken wir mal weiter, wann dann der nächste Teil kommt. Au, oh, das ist der Bordstein. Das tut den Reifen gar nicht gut. So, Gelsenkirchen Hauptbahnhof, da müssen wir hin. So, wir hatten eigentlich da drüben unsere Haltelinie, ne? Oh, danke schön.
Ich krieg hier schon mal ganz nette Kommentare hier. So, alle Linien Richtung Gelsenkirchen Rathaus müssen links. Dann fahren wir auch links. Oh, da guck mal, da steht eine Tram. Da, eine Tram, eine Tram. Ich finde allgemein die Map Gladbeck, die ist echt schön, auch die 5.0er Version. Schon bei der 3.0 hat sie mir sehr gefallen. Die habe ich ja auch aufgenommen. Und hier jetzt halt auch noch mit einem Gelenkbus rumzufahren, macht auch Bock. Außer bei den Linien, die in Gladbeck drin sind, wir sind ja jetzt halt hier im Teil Gelsenkirchen. Wenn wir dann in Gladbeck drin sind, das ist ein bisschen, ja. Würde sich ein Kumpel von mir freuen, wenn ich dann auf einmal in Omsi Gelsenkirchen fahre. Der freut sich sehr. Außer ich fahre jetzt irgendeine Scheiße zusammen. Mussten wir jetzt dahinter? Nee, muss man nicht. Müssen wir nicht auf die Trambahngleise. Und es ist mal wieder grün und das heißt, wir dürfen fahren. Wie man eine Lenkradbewegung sehen kann, fahre ich mal wieder mit der Tastatur. Wie soll es denn anders sein? Wir müssen weiterhin geradeaus an den Linien Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Okay, hier wollte jetzt niemand ein- und aussteigen, so geht's auch. Mir kam Gelsenkirchen irgendwie, als ich einen Zug vorbeigefahren bin, kam in Gelsenkirchen irgendwie so trostlos aus, aber hier recht bunt. Wenn man einen Sicherheitsabstand nicht halten hält, ja. Das war jetzt wirklich blöd, dass wir jetzt auf die linke Spur wechseln. Ey, 380 muss auf die linke Spur. Nö. Haltestellen sind rechts. Okay, wir haben uns jetzt zwar für die richtige Straße eingeordnet, aber wir sind einfach auf der falschen Seite. Und wir haben schon plus 2. Müssen wir den Walter fahren?
schiebe ich den einfach mal zur Seite, ne? So, hier dürfen wir 80 fahren. Mal gucken, was die Kiste hier hergibt. Und hier wieder nur 60. Gut, 60 fahren wir, aber irgendwie... Mussten wir da jetzt irgendwie rechts oder? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon an unserer Haltestelle vorbei sind oder ob wir wirklich jetzt in die richtige Richtung fahren. Irritation. Übel. Ich bin total irritiert. Ja, sieht doch gut aus, 380. Aber irgendwie kann das nicht sein, dass wir plus 2 Minuten haben. Haben wir irgendeine Haltestelle ausgelassen oder irgend viele Haltestellen? Welche Haltestelle ist denn da hinten? Irgendwas mit W, Brandallee. Von der Zeit her geht das gar nicht. Na, ja, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen, wo wir dann sind. Dann kann ich hier die Fest wieder richtig einstellen. Das Fahrgastinformationssystem. Schade, dann hört ihr nicht die Ansagen richtig, weil hier irgendetwas jetzt nicht richtig funktioniert. Ist das irgendwie so eine Art Expressbus oder so? So ein Sprinter? Irgendwie halten wir hier nirgends. Oh doch, da hinten kommt eine Haltestelle vor uns, oder? Nein, doch. Nein, doch. Bitte sag ja. Wir sind beim Stadthafen. So, jetzt gucken wir mal Stadthafen. 14 Uhr. 13:49. Oh. Schauen wir mal, wo wir den haben. Hier! Minus 10, ey, das gibt's nicht. Ich würde sagen, beim Stadthafen verlassen wir dann einfach mal Omsi. B
bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Omsi, der Omnibus Simulator 2. Und der C2 mal wieder dabei ist. Wird wohl so sein. Wir fahren wohl an die Linie 380 zu Ende oder so. Oder fahren sie nochmal neu vom Gelsenkirchener Bahnhof zurück. Damit ich mal sehen kann, ob ich mich jetzt wirklich verfahren habe oder ob ich richtig gefahren bin. Naja. Seht ihr ja dann im nächsten Video. Ciao Leute und habt noch einen schönen Tag.